Offenbar hat Albion das Polizeirevier übernommen. Und die gesamte Polizei. Aber keine Sorge, wem die privatisierten Schlägertrupps nicht gefallen, der kann ja einfach woanders einkaufen. Wenn es was gibt, das nie privatisiert werden sollte, ist das die Polizei. Keine Panik, es hat sich nichts geändert außer der Uniform, den Sturmwaffen und der Tatsache, dass sie jetzt auf Profit aus sind und nicht auf den Dienst an der Gemeinschaft. Okay, für Informationen zum Spiderbot musst du weiter rein. Weg von mir! Lass mich! Keine Bewegung! Haben wir unseren Spiderbot gefunden, Bagley? Die Seriennummer passt zu dem Spiderbot vom Ort des Toan-Anschlags. Die Frage ist, wer das Ding zuletzt benutzt hat. Steuere den Spiderbot aus dem Raum raus. Ich brauche eine direkte Verbindung, um mehr über unseren halbierten Freund zu erfahren. Natürlich, Kinderspiel. Diese Öffnung da sieht nach einem guten Ausgang aus. Mach's dir bequem. Sogar kaputt und mit ein paar fehlenden Beinen kann der Spiderbot noch springen und passt durch Schächte. Eine gute Möglichkeit, unentdeckt durch das Revier zu kommen. Das ist ein Teil des Fernzündsystems aus dem Parlament. Wenn die Polizei bzw. Albion es wirklich analysiert hätten, würden sie sehen, dass das nicht DedSecs Werk war. Das ist Dortons Maske. Die muss aus dem Parlament geborgen worden sein. Vielleicht ist sie das Einzige, was von ihm übrig ist.
Verdammt, sieh sich einer den ganzen Müll an. Du musst drüber springen, um zur nächsten Schachtöffnung zu kommen. Wer hat beschlossen, dass die ihren Job nicht mehr machen können? Plötzlich ein Unternehmen unsere Straßen besser sauber halten als die Polizei, die wir seit wer weiß wie lange haben. Wenn der Kampf gegen das Verbrechen zum Geschäft wird, verschwindet das Verbrechen niemals. Wäre der schlechtes Geschäft, oder? Also sag nicht, Erwin hätte unser Wohlergehen gesehen. Wer ist es? Du bist fast da. Bahne dir den Weg durch diesen letzten Schacht. Ich hab's. Ich scanne den Spider-Bot und greife auf die internen Laufwerke zu. Während ich diese Daten analysiere, solltest du dich verdünnisieren. Es sei denn, du möchtest unserer neuen, schwer bewaffneten Polizeimacht erklären, warum du ins Revier eingebrochen bist. In Ordnung.
alten Scheißding. Kein Zutritt. Du hast dir nichts zu suchen. Und tschüss. Das Spiderbot-Teil, das du gefunden hast, verfügt über ein satellitengestütztes GPS-Modul, das seine Position regelmäßig an eine bestimmte Bodenstation gemeldet hat. Die Schnitzeljagd geht weiter. Kommen wir in die Gänge. Ich schicke dir die Position der Bodenstation. Okay, aber